Ich bin Sharon. Ich bin nur eine unbefriedigte Friseurin mit rasendem Kopfweh. Ich bin in vielen Dingen gut. Ein Nein zu akzeptieren ist keins davon. Du bist einfach so in die Beerdigung einer Frau reingeplatzt, die du nicht kennst? Und wieso genau? Es hatte irgendwas mit diesem kleinen Mädchen zu tun. Sie ist 5 und braucht schon eine Lebertransplantation. Hi, Sharon, wir kennen uns. Richtig, Ma'am. Also, sie unterstützt uns ein wenig, ein paar Abende die Woche. Ich kenne diese Frau. Sie ist total durch den Wind. Dann passt sie perfekt hier rein. Ich werde eine Pressemappe für Michelle erstellen, um Spenden zu generieren, so in der Art. Machen wir uns doch einfach mal keine Sorgen um Geld. Ich will einfach nur bei meiner Familie sein. Man muss auch mal was wagen. Es wird schon irgendwie gehen. Na los, helft eurem Daddy. Nein, wartet. Ich fühle mich nicht wohl damit. Ich bin ihr Vater. Eigentlich sollte ich mich um sie kümmern können. Gewöhnen Sie sich an Ihr Unwohlsein. Hier geht's nicht um Sie, sondern um Ihre kleine Tochter. Michelle muss unverzüglich ins Kinderkrankenhaus geflogen werden. Ich hatte schon Patienten, die dieses Zeitfenster verpasst haben, weil es keinen Flug gab. Du darfst deswegen den Glauben nicht verlieren. Die Behörden empfehlen, sich auf den schlimmsten Schneesturm in der Geschichte des Bundesstaates vorzubereiten. Hier ist Ed. Heute? Okay, schaffen wir. Was darf ein Abenteuer? Ja. Die Straßen sind nicht geräumt, der Flughafen ist geschlossen. Schätzchen, hör zu, es ist zu gefährlich. Ich muss es tun. Es ist unsere letzte Chance. Wenn wir die nicht nutzen, stirbt Michelle. Jemand muss was unternehmen. Jemand muss für sie kämpfen. Ich bin sicher, dass in diesem Moment die ganze Stadt dem kleinen Mädchen die Daumen drückt. Ich muss dir was sagen. Du bist es nicht nur wert, Sharon. Du bist ein Wunder.